Es ist eine Fußballlektion für Belgiens Star-Ensemble. Inhalt der Lehrstunde? Fußball ist ein Mannschaftssport. Zu 2 gegen ein Italien, das eine formidable Teamleistung zeigt. Die größte Schwäche der Roten Teufel wird gnadenlos offenbart. Alles Hochbegabte zwar, doch nur der Erfolg hält sie zusammen. In der Niederlage zerfällt die Einheit und Teile der Mannschaft stellen sich ziemlich schnell gegen Trainer Marc Wilmots. Torhüter Thibaut Courtois sagt nach dem Spiel, seine Mannschaft sei taktisch deklassiert worden. Eine kaum verhüllte Kritik am Trainer. Doch Wilmots bleibt unbeirrt. Er stellt im zweiten Spiel gegen Irland die zuvor schwachen De Bruyne und Lukaku trotz allem auf. Lukaku dankt's mit 2 Toren. Doch auch in der Euphorie bleibt die Umarmung halbherzig. Wilmots beglückwünscht unmittelbar nach Spielschluss 24 Mitglieder seines Staffs und 0 Spieler. Erst später folgen ein paar kurze Annäherungsversuche. Gegen Schweden ändert Wilmots die Aufstellung nur auf einer Position. Für den verletzten Dembélé kommt Nainggolan. Und genau der ist es, der das 1:0 Siegtor für Belgien schießt. Der Erfolg gibt Wilmots und den Belgiern weiterhin recht. Das gilt sowieso für das Spiel gegen Ungarn. Die belgische Offensivmaschine überrollt die Ungarn. Die Stars brillieren. Der Trainer jubelt. Es ist der höchste Sieg, den je eine belgische Mannschaft an einer EM gefeiert hat. Doch gewonnen haben die Hochbegabten noch nichts. Und wenn man an der Euro ein Team wählen müsste, das sich selbst bezwingen wird, dann wäre es wohl Belgien.